Hans hat mir über Facebook eine Frage gestellt. Und zwar hat er mein Video bei Frag den Fondsmanager am 1. Mai gesehen. Damals ging es um die drei Glaubenssätze, die mich blockiert haben. Gerne verlinke ich dir das Video hier oben nochmal. Und Hans wollte jetzt wissen, Mensch, ist ja schön, dass es negative Glaubenssätze gibt, aber er ist ein positiver Mensch und er wollte gerne erfahren, was sind denn jetzt positive Glaubenssätze, die er vielleicht für sich übernehmen kann, die aus meinen 25 Jahren Börse hängen geblieben sind. Also präsentiere ich dir voller Stolz meine drei Glaubenssätze, die ich persönlich an der Börse sehr wertvoll finde, die sich auch über viele Jahre geformt haben, an die ich wirklich von Herzen glaube und die dich vielleicht in deinem Investment und Trading auch ein Stück weit voranbringen. Und ja, das werden wieder sehr persönliche Dinge sein, weil das kommt natürlich aus meiner Erfahrung und ich bin sicher, du hast andere Erfahrungen an der Börse gemacht. Aber da ich am Markt erfolgreich bin und finanziell frei durch die Börse bin, möchte ich eben das mit dir teilen und vielleicht auch ein Stück weit dich motivieren, diese Glaubenssätze nicht nur zu hören, sondern durch Affirmationen und durch regelmäßige Übungen auch in dich aufzunehmen und dadurch eben auch dein Money Mindset zu stärken und an der Börse mit Strategien und Umsetzung tolle Ergebnisse zu erzielen, so wie ich damals in meinen Fonds mit über 500 Millionen Euro Gewinn oder jetzt als Privatier eben auch mit einem sehr schönen Auskommen. Und was sind diese drei Glaubenssätze? Gut, der erste ist, gerade für diejenigen, die noch gar nicht am Markt investiert sind, glaube ich, sehr wertvoll, Börse ist einfach und macht Spaß. Börse ist einfach und macht Spaß. Und das steht so ein bisschen im Gegensatz zu viel, was in der Presse steht, weil da heißt es immer, Börse ist kompliziert, wir müssen alle Nachrichten beachten, jeder Tweet von Donald Trump, jede neue Covid-19-Nachricht, alles muss in irgendeiner Form in die Kurse mit einfließen und ich als Privatinvestor muss alles verstehen. Völliger Quatsch, du musst nur sterben und Steuern zahlen und deswegen, Börse ist einfach und macht Spaß. Es ist ganz simpel, wenn du heute in einen ETF investierst auf den S&P 500, den 50 Jahre hältst, hast du eine Durchschnittsrendite von ungefähr 9-10% und hast damit für dich schon ein gutes Investment, was dem deutschen Sparbuch weit überlegen ist. Und es kann sogar Spaß machen, wenn du dich mit einzelnen Aktien oder mit Trading- und Investmentstrategien auseinandersetzt, wirst du eben sehen, dass du diesen ETF noch deutlich schlagen kannst. Und das vor allen Dingen auch mit weniger Risiko. Also Börse macht Spaß, Börse ist dynamisch, Börse ist Veränderung. Und da dürfen wir uns nicht einreden lassen, weder von den Politikern, noch von unseren Eltern oder von unseren Lehrern, dass Börse etwas Gemeines, Fieses, Blödes ist. Denn wichtig ist einfach, dass die Börse für uns alle da ist und die Möglichkeiten schafft. Und darum geht es auch. Wir möchten Möglichkeiten im Leben nutzen. Deswegen erster und vielleicht auch wichtigster Glaubenssatz. Börse ist einfach und macht Spaß. Man sollte sich damit beschäftigen. Man muss sich vielleicht auch in der heutigen Zeit damit auseinandersetzen. Aber es ist gar nicht so schwer. Und ich kann dir in 15 Minuten erklären, wie du ein Online-Depot eröffnest, wie du deinen ersten ETF-Sparplan machst. Und wenn du 3 Monate bei mir in der Ausbildung bist und pro Woche nur 2 Stunden investierst, dann hast du 90% von meinem Wissen auch als Fondsmanager aufgegriffen und kannst diese ETFs deutlich aufschlagen. Der zweite Glaubenssatz, es fällt gerade Arbeitnehmern sehr schwer, das sehe ich ja auch. Ich habe 11 Jahre angestellt gearbeitet, habe da irgendwo Zeit gegen Geld getauscht, bin jetzt Unternehmer, es ist ein anderes Mindset und deswegen ist der zweite Glaubenssatz für die Börse auch so unglaublich wichtig. Arbeitszeit wird an der Börse nicht bezahlt, sondern Leistung. Wow, Arbeitszeit wird nicht bezahlt. Das hat uns die Schule, das Studium und der Job niemals beigebracht. Denn am Ende, wie wirst du bezahlt? Nach Zeit. Du musst eben da sein im Büro. Natürlich musst du auch leisten und arbeiten. Aber wenn es gerade weniger zu tun gibt, hast du entsprechend auch weniger zu tun. Und wenn es mehr zu tun gibt, musst du eben effizienter arbeiten. An der Börse ist es komplett anders. An der Börse musst du nur einmal die richtige Entscheidung treffen. Zum Beispiel über diesen ETF-Sparplan mit 20-30% Volatilität hast du im Durchschnitt 10% Rendite im Jahr verdient. Oder wenn du im Trading bist, mit ganz wenigen Strategien, mit vielleicht 15 Minuten Zeitaufwand in der Woche, so viel brauchst du für das Umsetzen meiner Strategien, kannst du tatsächlich hier deutliche positive Renditen erzielen. Also weit mehr als 10%, wenn du eben diszipliniert bist. Und dafür musst du nicht ständig vor dem Rechner sitzen. Ich habe das lange Zeit auch gedacht und als Fondsmanager habe ich es ja auch lange gemacht. 4 Monitore, hier Nachrichten, da die Kurse, hier nochmal ein Outlook, da nochmal ein Chatfenster. Jede Bewegung beobachtet, ständig auf dem Handy gedaddelt. Brauchst du gar nicht. Du musst als Trader auch nicht 8 Stunden davor sitzen, denn hier wird eben Leistung bezahlt. Wenn du weißt, wann du klickst, und fürs News Trading kann das 1 Minute Zeitaufwand sein, wenn du weißt, wann du klickst, dann musst du nicht 8 Stunden am Tag den Markt beobachten. Völliger Quatsch. Das ist ein Mindset, was wir haben aus der Schule, aus dem Studium, aus dem Job, das brauchst du nicht. Du musst die richtigen Entscheidungen treffen, das regelmäßig. Und das beste Beispiel ist ja immer mein Geschäftspartner Samuel. Einmal den Algo anschalten, 0 Zeitaufwand und du machst eben deine deutlichen Renditen aus diesen Trading-Strategien, die dahinter stehen. Und du musst eben also gar keine Zeit aufwenden und einen schönen Gruß
an all die Daytrader da zu Hause, die vielleicht 8, 9, 10 Stunden davor sitzen. Wenn ihr in den letzten 12 Monaten nicht erfolgreich seid und wart, werdet ihr jetzt auch die nächsten 12 Monate nicht sein. Und da braucht ihr jetzt nicht 8 Stunden davor sitzen oder 12 oder 16. Es bringt nichts, sondern es hängt mit anderen Dingen zusammen, wie mit den Strategien und der Umsetzung. Und der dritte Glaubenssatz, das ist einer von Etsy Coder, den ich sehr gut finde, den ich auch übernommen habe. Der steht auch in Market Wizards und der sagt so sinnbildlich, jeder bekommt von der Börse und vom Markt, was er möchte. Und das habe ich lange Jahre nicht verstanden. Jeder bekommt von der Börse, was er möchte. Ich will doch Geld verdienen, also warum tue ich es nicht? Ging mir zum Beispiel im Anfangsjahren so, ich habe die ersten 10 Jahre an der Börse nicht so erfolgreich agiert, war so plus minus null. Und er hat jetzt gesagt, und das ist ein sehr erfahrener Trader, ein Hedgefondsmanager, der viele Millionen Euro und Dollar auch gewonnen hat. Er sagt, jeder bekommt an der Börse, was er will. Und da habe ich 10 Jahre mindestens gebraucht, ehe ich das verstanden habe. Und dann ist mir aufgefallen, für viele Private ist Börse ein Hobby. Ist ja auch okay und Hobbys kosten Geld, also möchtest du Excitement, du möchtest Aufregung, du möchtest Spaß, du möchtest was erleben, du möchtest deine eigenen Gefühle auf den Markt projizieren und möchtest vielleicht Wertschätzung und Anerkennung von der Börse zurückbekommen. Und dann bekommst du eben das, was du möchtest. Du bekommst eben Thrill, Excitement, du bekommst eben viele Gefühle, aber du verdienst kein Geld. Und wenn du es wirklich lernen möchtest, dann ist es Arbeit. Und ich weiß, das habt ihr schon oft gehört, aber ist es emotional in euch eingedrungen? Hast du es wirklich verstanden? Denn Börse, ganz ehrlich, wenn es so leicht wäre, wie viele träumen davon, auf den Bahamas zu sitzen, auf den Cayman Islands, wo auch immer. Ja, momentan können wir ja nicht so viel reisen mit Covid-19. Aber du kannst überall auf der Welt deinen Laptop anmachen, mit 15 Minuten tolle Ergebnisse erzielen. Der Markt ist riesig, die Liquidität ist groß. Leute geben dir auch Geld, wenn du es eben verstehst, wie du Geld vermehren kannst. Es ist doch klar, wenn du das Spiel beherrschst, wirst du automatisch Geld anziehen, was du selber auch verwalten kannst. Und die meisten sind aber nicht bereit, den Weg zu gehen. Ich habe über 10 Jahre gebraucht, bis ich erfolgreich an der Börse war. Ich lerne jetzt auch ständig noch dazu. Aber wenn ich eins wirklich verstanden habe, dann ist es der Glaubenssatz, dass eben tatsächlich jeder von der Börse das bekommt, was er möchte. Und du dein Ziel einfach noch nicht gut genug definiert hast, wenn du nicht den Ertrag und den Erfolg am Markt hast, den du vielleicht möchtest. Und das klingt hart, das ist eine Zielearbeit, das hat mit Emotionen zu tun. Gerne auch den Kanal abonnieren und die Daumen nach oben geben, denn diese Dinge sind extrem wichtig. Ich habe, wie gesagt, 10 Jahre es nicht verstanden. Ich hoffe, du verstehst es schon. Denn wenn du diese Glaubenssätze für dich hast, Börse ist einfach, kann Spaß machen. Arbeitszeit wird hier nicht bezahlt, sondern Leistung. Und jeder kriegt am Ende vom Markt das, was er verdient und was er möchte. Dann hilft es dir wahrscheinlich, deine Ergebnisse langfristig zu verbessern. Schreib mir gerne deine Glaubenssätze unter dem Video, damit ich weiß, welche positiven Glaubenssätze du hast. Teil das mit der Community und dann sehen wir uns nächsten Freitag wieder bei Frag den Fondsmanager.